Hallo ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und es weht draußen, es wird langsam Herbst. Ich bin froh, dass wir gestern schon im Wald waren oder an Straßenrändern. Da haben wir ganz tolle Materialien gesammelt, um was Cooles für eine Fensterbank oder ein Sideboard zu machen. Dafür habe ich den Topf mitgebracht und ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Materialien, die ich so gesammelt habe und die ich mitgenommen habe. Schöne eingetrocknete Hortensien, Physalis, Kastanien noch in der Hülle, ein bisschen Laub. Dann habe ich hier schon einen fertigen Kranz. Hagebuttenäste habe ich gestern gesammelt. Trockensteckmasse und ein bisschen Packband habe ich dabei. Und wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen eine spontane Aktion. Ich habe was im Kopf und das probiere ich jetzt umzusetzen. Ich möchte gerne diesen Kranz hier reinsetzen, den möchte ich ein bisschen mit Hagebutte ausschmücken, damit man einfach irgendwie was an Höhe kreiert und werde dann so ein bisschen die Schale ausfüllen mit Physalis und mit den Kastanien. Dafür werde ich erst Trockensteckmasse nehmen, die Ecken abschneiden, und ja, dann schauen wir mal. Ja, erst nochmal einen ganz herzlichen Dank für die vielen Likes und Kommentare für meine Vlogs von letzter Woche. Das finde ich wirklich super, weil das beruhigt mich. Dann kann ich euch hier und da auch mal mitnehmen zur Arbeit, falls es mal zeitlich ein bisschen knapp wird zum Drehen im Studio. Und ja, top! So, die Steckmasse habe ich zugeschnitten, die setze ich hier unten rein. Schauen wir mal nach dem Kranz. Den können wir dann so befestigen. Ein bisschen Höhe werden wir nachher kreieren durch die Hagebutte. Die werden wir da so ein bisschen drumherum laufen lassen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich erst die Hagebutte dran mache oder später. Ich glaube, das machen wir jetzt. Denk. Ja, es ist recht früh am Morgen, wie ihr an meiner Stimme hört. Und ja, da muss ich halt immer noch so ein bisschen wach werden. Ja, die Hagebutte, die piekt immer so ein bisschen. Die findet man viel an Straßenrändern, erst recht, wo eigentlich große Straßen sind. Und da sind wir fündig geworden. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, kann man sie sonst auch im Blumenladen kriegen. Aber ich finde es halt auch schön, um Sachen zu zeigen, die man einfach selber sammeln kann in der Natur. Und werde das jetzt einfach hier so ein bisschen drumherum schlängeln. Und werde zum Beispiel einen Punkt einfach eben mit Packband oder mit Draht befestigen. Ich mache das jetzt einfach mal mit Draht und so schmücke ich erstmal den Kranz ein bisschen herbstlich aus. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn das Draht ein bisschen sichtbar ist. Es gehört einfach zu dieser Technik ein bisschen dazu. Das umspielen wir nachher noch ein bisschen, wenn noch ein bisschen mehr Hagebutte drum kommt und dann geht das. Das zwirbel ich jetzt einfach fest. Da sind noch so ein paar trockene Äste oder Äste dabei, wo keine Hagebutten dran sind. Und ja, das ist auch nicht so schlimm. Ich habe hier jetzt einmal diese dickeren Beeren. Dann habe ich hier so ein paar kleinere Beeren. Die werde ich da einfach so ein bisschen zwischenstecken. Die werde ich einfach kürzen. Und wie gesagt, momentan kann man das alles wunderbar finden. Gestern war es noch schönes Wetter. Heute weht es und es ist windig und regnerisch. Aber du, Regenjacke an, dann geht das auch. Man muss das noch nutzen, solange man noch rausgehen kann. Und wenn man dann so tolle Materialien sammelt, ist das eine tolle Sache. Also diese Hagebutten, die werde ich jetzt einfach hier und da so ein bisschen einflechten in dem Gehölz. Und dadurch kriege ich Stabilität und hier und da halt so ein paar Eyecatcher mit dieser Hagebutte. Ich habe jetzt noch ein paar große Hagebutten reingesetzt, die kleinen so ein bisschen asymmetrisch verteilt. Es ist eigentlich sehr leicht, weil wirklich dieser Kranz, das sind solche Fruchtäste, die mit Draht befestigt sind. Und dann konnte ich das einfach so ein bisschen eindrehen. Ansonsten habe ich das hier und da nochmal mit Draht fixiert. Ich habe das jetzt einseitig gemacht. Man kann das natürlich auch beidseitig machen. Wenn man das für eine Fensterbank macht, macht das natürlich Sinn, wenn es zweiseitig ist. Wenn es mehr für ein Sideboard ist, wo dieses Exemplar für ist, deswegen mache ich es einseitig, dann ist das toll, wenn man es von einer Seite arbeitet. Man sieht, ich habe das so ein bisschen asymmetrisch. Ich habe noch ein paar große Hagebutten reingesetzt
Und ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Dies steht jetzt von selber. Man könnte sonst aber einfach noch so Drahtstücke nehmen, die einfach gabeln, auf die richtige Länge schneiden und einfach mit Draht durchpieken und durchpieken und befestigen. So, aber wie gesagt, dieser Kranz ist bombenfest hier drin. Das braucht jetzt nicht. Jetzt habe ich jetzt zum Beispiel diese Kastanien, das ist auch ganz schön zu sehen. Diese hier sind noch grün, diese sind jetzt ja, gut eine Woche alt. Die gehen dann so langsam auf und trocknen so bräunlich ein. Die finde ich ganz schön so ein bisschen in die Mitte zu setzen, um das auch so ein bisschen abzudecken. Hier habe ich noch einen in einer ganz tollen Form. Das lassen wir auch noch so ein bisschen rauslaufen. Und ihr müsst mir sagen, ob es gut aussieht, ja oder nein, weil ich weiß jetzt nicht. Doch, ich finde, das sieht ganz gut aus, weil ich jetzt natürlich von eurer Seite aus arbeite. Ich setze jetzt auch noch einen hier in dieser Ecke, um einfach auch ein bisschen die Masse oder den Kranz noch ein bisschen mehr Volumen zu geben von unten. Da kann man einfach Laubblätter dazu setzen, also das, was ihr in der Natur findet. Man kann natürlich auch Sedum nehmen, das, was man schön findet. Und wenn es nicht hält, dann könnt ihr natürlich solche Sachen auch anbraten. Einfach indem man es gabelt, setzt das rein. Ich finde es jetzt ganz schön mit der Schwungung. Und dann sitzt das fest. Gerade natürlich lang genug. Und dann kann man es in die Steckmasse reinsetzen. Und dann verabschiedet sich das nicht. So, piek, piek. Ihr könnt natürlich auch mit Handschuhen arbeiten. Wer möchte, kann auch noch so ein bisschen Physalis einarbeiten. Wenn, dann würde ich das auch so ein bisschen asymmetrisch mit reinsetzen, damit das farblich noch so einen kleinen Kick gibt. Dafür komme ich mal einmal kurz rum, um es ein bisschen besser zu sehen, was ich genau mache. Das kann man natürlich auch vorher machen, so wie es passt. Aber ihr seht, durch die Hagebutte, durch das Geäst hat es auch ganz, ganz viel Halt. Und dann setze ich das einfach auch rein, lasse das hier so ein bisschen rüberlaufen. Und mit dieser Asymmetrie macht man die Sache auch noch ein bisschen interessanter. Dann setze ich das hier und da nochmal zentral ins Mittelpunkt, im Mittelpunkt rein, damit das unten wie so ein kleines Potpourri ist. Ja, und jetzt komme ich eigentlich fast zu dem Fakt, dass wir die Hortensien nicht mehr brauchen. Ich dachte erst, wir bräuchten die Hortensien noch, um die hier noch ein bisschen in der Mitte zu setzen. Ich persönlich bin aber eigentlich schon sehr gut zufrieden mit dem Endresultat und dieses Blatt, das stört mich jetzt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es dann, hier ist es so ein bisschen schwerlastiger und dann stecht das da so raus. Also das werde ich da hinten nochmal reinsetzen. Und dann war es das auch schon von meiner kleinen Herbstdeko für ein Sideboard oder für einen Tisch. Mit vielen natürlichen Materialien, die man auch in der Natur findet. Ich glaube, ein Kranz von Ostern oder Weihnachten letztes Jahr habt ihr bestimmt auch noch übrig. Macht Sinn in einer länglichen Schale. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, das ist eine Inspiration, um euch in die Natur zu machen, was Schönes fertig zu machen. Wenn ja, dann könnt ihr es einfach liken. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Seid ja noch da. Ich stecke jetzt doch noch ein bisschen Hortensie rein, weil ich das nachher im Laden stelle. Also wenn ihr noch mehr Deko-Tipps sehen möchtet, mit Blumen oder Pflanzen, dann könnt ihr einfach hier unten klicken oder für ein Abo einfach hier oben.